Im heutigen Video spreche ich über alle Bücher auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2023. Und nachdem ich das getan habe, mache ich mich so richtig unbeliebt. Ich möchte heute auf die Shortlist-Bücher des diesjährigen Deutschen Buchpreises etwas näher eingehen. Dahingehend werde ich die Leseproben schmökern, meine Gedanken resümieren sowohl zur Auswahl bezüglich der finalen 6 als auch der Longlist. Ebenso zeige ich dir alle Bücher, die es auf die Shortlist geschafft haben, näher und werde den Kontexten und Rahmenbedingungen dieser Auswahl etwas kritischer auf den Grund gehen. Sollte dies dein erstes Video auf meinem Kanal sein, herzlich willkommen. Hier geht es um Bücher und Buchthemen und ich lese meist divers, abseits vom Mainstream, unabhängig und harten Tobak. Sollte dies aber dein 8., 11. oder 20. Video sein, willkommen zurück, schön, dass du wieder dabei bist. Du findest meine Inhalte und Buchthemen gut? Dann direkt einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen und gerne einmal in meine Infobox schauen, wo du zahlreiche Partnerlinks findest, über die du diesen Kanal kostenfrei supporten kannst. Es ist kein Geheimnis, dass ich der Institution Deutscher Buchpreis etwas kritisch gegenüberstehe, wie ein großer Brocken der literarischen Landschaft es ebenso tut. Handelt es sich nun wirklich um einen renommierten Literaturpreis oder lediglich einen wer kennt wen motivierten Marketingpreis? Ich bin diesen Hintergrundsystemen und Kritiken und positiver und negativer auch im letzten Jahr auf den Grund gegangen und falls du Interesse an den Hintergründen hast, dann freue ich mich sehr, wenn du nach diesem Video dieses Video anschaust. Auch über die alte oder argumentativ neue alte Debatte bezüglich der Bücher, die für den Buchpreis nominiert werden, habe ich bereits im letzten Jahr recht ausführlich gesprochen. Du findest meine Gedanken gerne in dem Video wieder. Wo ich im heutigen Video allerdings anknüpfen möchte, ist der Punkt nach dem Kennenlernen und dem textuellen Beschnuppern der einzelnen Romane, deren ein Platz auf der Shortlist zugesprochen wurde. Daher lasst uns zunächst über die Bücher sprechen und dann im Ausklang der literarischen Eindrücke ein kritisches Resümee formulieren. Ja, auch du bist immer und an jeder Stelle willkommen, mir hier einen Kommentar oder mehrere zu hinterlassen, denn mich interessieren bei jedem Buch immer alle Facetten eines Gesprächs. Zunächst einmal habe ich mir das Heftchen mit den Leseproben angeschaut. Die Longlist des Deutschen Buchpreises wird dort alphabetisch und fair aufgeteilt zur Lektüre angeboten. Ich finde bei diesem Heftchen auch sehr schön, dass die AutorInnen mit Kurzvita beschrieben werden, aber andererseits sind natürlich Porträts etwas, was nicht unbedingt für eine faire Wahl von inhaltlich relevanten Buchnominierungen sorgt. Hast du da eine Meinung? So freue ich mich auch diesbezüglich auf einen Kommentar. Denn argumentieren ließe sich diese Wahl in beide Richtungen, wie ich finde. Zum angebotenen Heftchen lassen sich auf der Webseite des Deutschen Buchpreises eine Liste der Nominierten anschauen und auch da fragte ich mich, warum nur Hörproben? Ich heiße die Barrierefreiheit der Lektüren zur Verfügungstellung sehr willkommen, aber frage mich dann, ob es dann aus Lizenz oder anderen Gründen so ist, dass die Leseproben der jeweiligen Bücher nicht zur Verfügung gestellt werden. Naja, wie gesagt, eventuell eine Frage der Rechte und so weiter. Es gibt immer einen weiterführenden Link auf der Webseite und auf externe Links klicken ist ja nun wirklich kein Akt, ne? Eine Sekunde mehr Arbeit für mehrere Seiten Leseprobe. Wir kommen dann jetzt auch direkt zu den Büchern. Ich habe diese in eine völlig willkürliche Reihenfolge geschmissen, die keinerlei Wertung meinerseits darstellen soll. Als erstes habe ich mir angeschaut Die Möglichkeit von Glück von Anne Raabe. Um die Handlung kurz zusammenzufassen, Stine kommt Mitte der 80er Jahre in einer Kleinstadt an der deutschen Ostsee zur Welt. Sie ist ein Kind der Wende. Um den Systemwechsel in der DDR zu begreifen, ist sie zu jung, doch die vielschichtigen ideologischen Prägungen ihrer Familie schreiben sich in die heranwachsende Generation fort. Anne Raabe geht den Verwundungen einer Generation nach, die zwischen Diktatur und Demokratie aufgewachsen ist und fragt nach den Ursprüngen von Rassismus und Gewalt. Anne Raabe, so erfahren wir auch aus dem ergiebigen Heftchen der Longlist, schreibt hauptberuflich Drehbücher für Serien und der Roman ist ihr erster. Aber hier merke ich zum Beispiel, um jetzt doch noch kurz auszuschweifen, denn ich bin ja auch schließlich die Exkurskönigin,
Ich merke hier die Oberflächlichkeit einer bestimmten Kritik bezüglich der Short- bzw. Longlist, dass nur DebütautorInnen und im Kontext jung und unerfahren hier von der Jury die Bühne erhalten haben, dass renommierten AutorInnen hier für den Deutschen Buchpreis keine Chance gegeben wird. Naja, mit Sylvie Schenk vor allem oder Theresia Mora wäre dieses Argument schon hinfällig. Dazu kommt, dass die jeweiligen AutorInnen in ihrem Feld renommiert sind, nicht nur als Romanciers, was eigentlich wieder der literarischen Diversität der Shortlist bzw. der Longlist etwas hinzufügen würde, etwas Positives. Die Tatsache, dass es nicht ihr siebter Roman ist, spricht ihnen ja nicht Erfahrung im Bereich der Textverfassung, des literarischen oder des Autorentums ab. Eher im Gegenteil, bringen sie aus ihrem Aktivitätsbereich etwas dazu, was gegebenenfalls so in literarischen Texten bisher nicht auffindbar war. So natürlich eine sehr optimistische Prognose meinerseits. Ob diese sich auch wirklich bewährt, bleibt zu erforschen. Wie die Jury das Buch lobt, meinen sie, Anne Raabe beschreibe eine Kindheit an der ostdeutschen Peripherie, ein Aufwachsen im Chaos der Wende- und Nachwendezeit und die Eskalation der Gewalt der 90er Jahre. Anne Raabe habe hier aufwendige Archivarbeit geleistet und gehe scharf und analytisch vor bei der Schilderung dieser Familiengeschichte. Die Jury meint, Anne Raabes Roman biete ein Gegengift zur gegenwärtigen Verharmlosung der DDR. Und ich muss persönlich sagen, nach der Leseprobe fühle ich mich hier an einige AutorInnen erinnert. Ein Häppchen Tove Ditlevsen habe ich gelesen, eine Prise Christine Kuschmider habe ich entdeckt. Ein Kübel diverse männliche und weibliche Stimmen, die die historischen Dekaden und den dazugehörigen Alltag beschreiben und viele, viele Facetten dieser inneren Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit erfolgreich hervorheben. Obwohl selbst nicht in der DDR gewachsen, aber in der SSSR geboren worden und danach in Osteuropa gelebt, resoniert hier bei mir vieles, auch wenn nicht an Ort und Stelle. Durchaus trifft Raabe also einen wichtigen Nerv unserer Zeit und spricht einen Themenkomplex an, über den weiterhin in sehr großen Teilen geschwiegen wird. Beispielsweise der Roman Herumtreiberinnen von Bettina Wilpert hat mir in puncto hässliche Wahrheiten aus ostdeutscher Geschichte erheblich die Augen geöffnet. Und nun haben wir hier so einen Einstieg, der, ja, sogar an Stine Pilgard muss ich an dieser Stelle denken, aber auch an so viele andere. Es ist ein bestimmter Ton, ein gutes Gleichgewicht zwischen sachlicher Reflexion und tiefer emotionaler Abgründe, die Hand in Hand gehen. Einen Einstieg, der über das Muttersein, das Mutterwerden und die Qualen und Freudlosigkeiten der entsprechenden Opfer sinniert. Und nach dem Eindruck der Leseprobe des Weiteren sehr viel mehr darüber berichten möchte, wie Schmerz und Traumata an diesem Ort, in dieser Zeit, in dieser Familie entstanden sind. Es verspricht, harter Tobak zu werden, doch das werden, Spoiler, bisher nun wirklich alle gelesenen Romane sein. Und gut so. Meinerseits werde ich die Möglichkeit von Glück definitiv weiterlesen und außerdem finde ich die Titelwahl auch ganz hervorragend. Der nächste Roman, Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Eine kurze Einführung. Ein elitäres Wiener Internat, untergebracht in der ehemaligen Sommerresidenz der Habsburger. Der Klassenlehrer ein antiquierter und despotischer Mann. Was lässt sich hier fürs Leben lernen? Till Kokorda kann weder mit dem Kanon noch mit dem snobistischen Umfeld viel anfangen. Seine Leidenschaft ist das Gamen. Konkret das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 2. Ohne dass jemand aus seinem Umfeld davon wüsste, ist Till mit 15 eine Online-Berühmtheit, der jüngste Top-10-Spieler der Welt. Nur wie real ist so ein Glück? Ich muss ja an dieser Stelle erstmal sagen, dass warum Schachinger hier schon wieder nominiert ist und auf der Shortlist auftaucht, mir persönlich erstmal ein Rätsel ist. Er war für seinen Roman Nicht wie ihr nominiert und auf der Shortlist im Jahr 2019 und einer skeptischen Betrachterin, die jetzt ihren Optimismus wieder abgelegt hat, könnte es so erscheinen, als ob der Autor hier von irgendwem irgendwie aus irgendwelchen Gründen gepusht wird.
wissen Lesende ohne Blick hinter die Kulissen natürlich nicht und zu diesen gehöre ich auch. Deswegen lasse ich diesen Gedanken einfach so stehen. Die Jury lobt den Roman als gelungenes Kunststück, als Coming-of-Age-Roman, stilistisch brillant, nie aufdringlich. Eine Analyse österreichischer Gesellschaft mit Klarheit und Schärfe solle an Thomas Bernhard erinnern und ihm in nichts nachstehen. Als jemand, der Thomas Bernhard mehrmals gelesen und über ihn begonnen hat zu promovieren, sehe ich diesen Vergleich nicht so ganz. Ich muss sagen, dass ich mich hier auch etwas eingeengt fühlte, eher in diesem Stil eines alten österreichischen oder deutschen oder deutschsprachigen Klassikers, geschilderten Roman über einen Jungen, der doch eigentlich zu unserer Zeit gehört, aber eigentlich dann wieder nicht. Und ja, diese innere Diskrepanz ist durchaus nachvollziehbar, aber dieser romantisch-sentimentale Stil, der mir sprachlich zwar sehr mundete, als Hesse-Fan und als Liebhaberin des epochentranszendierenden Sprachgebrauchs, könnte an sich überzeugen. Aber thematisch finde ich Echtzeitalter einfach nicht fesselnd und interessant genug und den Protagonisten auch auf Anhieb nicht so faszinierend, als dass ich hier weiterlesen würde. Also wenn hier Entscheidungen getroffen werden müssten, würde ich definitiv ein wesentlich größeres Interesse für andere Romane aus dieser Liste hegen. Der nächste von mir geschmökerte Shortlist-Roman ist Vatermal von Nekati Özyri. Um hier kurz in den Inhalt einzuführen, Özyri schreibt eine Familiengeschichte über einen Sohn, eine Mutter und eine Schwester, deren Leben und Körper gezeichnet sind von sozialen und politischen Umständen. Und er schreibt über einen abwesenden Vater. Er wendet sich an seinen Vater, den er nie kennengelernt hat. Ein Roman von radikaler Wahrheit, Wut, Kraft, Liebe und Sehnsucht und das dringlichste Debüt des Jahres. Die Jury lobt vor allem auch die Sprache, die Art, den Stil und meint, Özyri fange den Sound der Straße ein. Wütend, schlagfertig, witzig und zart. Er öffne uns die Augen für diese deutsche Realität. Özyri hat vor Vatermal Stücke geschrieben. Er ist Theaterautor, er leitet das internationale Forum des Theatertreffens der Berliner Festspiele. Also keine Frage, dass er mit Komposition, Sprache und Text sehr gut umgehen können sollte zumindest. Und deswegen liegt hier auch in diesem sozusagen Brief an den Vater, der zeitgleich eine Lebensgeschichte in sich birgt, auch ganz klar eine hervorragende Messung von Tempo, Emotion und Informationen vor. Der Protagonist Arda reflektiert, klagt, versteht, erinnert und durchlebt vieles neu. Einiges Schweres, Bewegendes, neu und wieder. Ohne zu sehr ins Sentimentale zu gehen oder sich dorthin zu verirren, aber immer mit einem vollen Spektrum von Emotionen in Richtung seines Vaters und für den Vater. Eine Leseprobe, die ich jenseits der angebotenen 6 Seiten gelesen habe, sowie auch die Möglichkeit von Glück. Und aus der längeren Leseprobe erlesen wir dann auch ein Fragment aus Adas Kindheit. Die Geschichte öffnet sich langsam, es wird im Einzelnen auf das Versprochene eingegangen und die Familiendynamik auch schon näher durchleuchtet und angerichtet, sozusagen. Das Ganze macht auf jeden Fall sehr viel Interesse auf mehr und Vatermal würde ich persönlich auch als starken Favoriten platzieren, da das Buch bis dato auch ungemein viel Resonanz und vorrangig sehr positive Resonanz erhalten hat. Der nächste von mir gelesene Shortlist-Roman war Drifter von Ulrike Sterblich. Kurz zum Inhalt. Wenzel und Killer sind Freunde seit Ewigkeiten und stehen mitten im Leben. Killer als PR-Chef einer großen Firma, Wenzel betreut die Social-Media-Kanäle eines TV-Senders. Doch alles ändert sich, als Vika in ihr Leben tritt. Eine Frau in goldenem Kleid, meist begleitet von 2 treuen Adjutanten und einem riesigen Zottelhund. Virtuos, ja geradezu fantastisch, erzählt Ulrike Sterblich von 2 Freunden, deren Wirklichkeit sich zunehmend verschiebt. Der Kommentar der Jury besagt, dass Drifter ein einziger furioser Ritt sei, einer bitterböse Satire auf den Literaturbetrieb und die PR-Branche per se und gleichzeitig eine tiefe, eine selten gelesene Männerfreundschaft erzählt. Okay, aber interessanter finde ich dann doch das Folgende. Einzigartig ist die mephistophelische Figur der Vika.
Gut, ein ganz offensichtlicher Wink mit dem Zaunpfahl auf Hexe. Die Figur sei unvergesslich enigmatisch und verführerisch. Die Geschichte sei eine meisterhafte Geschichte über das große Nichts. Ich finde das an sich eigentlich interessant, inhaltlich und thematisch, und würde hier dann eben weitersuchen danach, wo diese Geschichte den deutschen Zeitgeist oder relevante Aspekte unserer Gegenwart so gut treffen sollte, dass die Jury den Roman auf dieser Liste haben wollte. Auf jeden Fall wollte ich nach der kurzen Leseprobe nach 6 Seiten unbedingt wissen, was noch passiert, und habe mir die längere Leseprobe auch angetan. Und ja, Wenzel, durch dessen Augen wir die Geschichte zunächst mitbekommen, ist sympathisch, authentisch, vielschichtig. Die Freundschaft mit Killer ist so brüderlich, wie eine Freundschaft zwischen Männern nun mal ist. Und Wenzel ist sich dem Charme des Charakters und der Menschlichkeit von Killer aber auch mehr als bewusst. Erstmal mutet dieser Roman aber dennoch einfach nur wie eine heiter unterhaltsame Geschichte an, und obwohl es wirklich sehr gut und klug geschrieben und getaktet ist und ein überdurchschnittliches Maß an figurenpsychologischem und erzählerischem Charisma aufzeigt, bleibt immer noch die Frage, wo der große Clou eines unglaublich faszinierenden gesellschaftlichen Panoramas denn sein soll. Es ist natürlich noch vieles unklar, beispielsweise warum Drifter überhaupt eine Präsenz in Wenzels Leben geworden ist, was es mit der mystischen Frau aus der S-Bahn an sich hat und so weiter und so fort. Also definitiv hat das Buch Interesse geweckt, aber bisher keine enorme Begeisterung. Der nächste Roman von der Shortlist ist Maman von Sylvie Schenk. Kurz zum Inhalt: Es soll eine Annäherung an die eigene Mutter sein und eine schmerzhafte Abrechnung. Mit poetischer Präzision spürt Schenk den Fragen nach, die die eigene Familiengeschichte offen lässt. Nach dem Kommentar der Jury verwebt Schenk kunstvoll Fakten und Fiktionen und dichtet sie zu einer literarischen Biografie, die der Sprachlosigkeit der Mutter eine Erzählung entgegensetzt, in der auch Armut, Scham, Trauma und Zweifel ihren Ausdruck finden. So entstehe ein stiller Text voller Wucht, aber ohne Sentimentalität und mit großem Einfühlungsvermögen. Ja, ich würde den Kommentar der Jury anhand der Leseprobe ja stark anzweifeln wollen. Denn still und ohne Sentimentalität ist dieser Text ganz sicherlich nicht. Für mich war der Eindruck eher, dass Schenk versucht, elegisch, pathetisch ihre Mutter zu greifen und in Stücken von diversen Richtungen an sie tretend, ganz vorsichtig, beginnt darüber zu erzählen, wie sie war, wie sie die Welt um sich gesehen hat, wie ihre physischen Merkmale und Gewohnheiten gestaltet waren, und springt mit diesen Versuchsfetzen abrupt von einem Anhaltspunkt zum nächsten, ohne eine Figur wirklich zu zeichnen. Okay, das könnte natürlich gezielt so sein, da ihre Maman halt so ungreifbar war und undefinierbar blieb. Das kann ich verstehen und kann ich auch nachvollziehen. Aber es war wirklich so, dass ich versuchte, hier eine beginnende Handlung zu erkennen und in Sentimentalitäten untergegangen bin, die ohne Wucht und ohne Stringenz im Erzählraum schweben, ohne für einen Lesenden, mich, subjektiv, greifbar zu sein, ohne Neugier zu erwecken und ohne wirklich zu fesseln. Selbstverständlich ist vieles des Gesagten rein subjektive Geschmackssache, wie auch die anderen Eindrücke zu den Büchern, aber meinerseits muss ich gestehen, Sylvie Schenks Maman war die einzige Leseprobe bisher, die in mir wirklich kaum Interesse geweckt hat. Und der letzte Teilnehmende auf der Shortlist, Muna oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora. Kurz zum Inhalt dieses Romans: Es ist der Sommer 1989, kurz vor dem Mauerfall. Muna lebt in der DDR und steht vor dem Abitur, als sie Magnus kennenlernt, Französischlehrer und Fotograf. Um hier Wiederholungen, Doppelungen und Spoiler größtenteils zu vermeiden, gehe ich hier direkt zum Kommentar der Jury über, und die Jury lobt Moras Roman als ein Buch, wo es um Verführung, Missbrauch, seelische Gewalt und Selbstermächtigung geht. Warum ich hier stochere, ich versuche spoilerfrei zu erzählen, dass hier auf den Ausgang der Handlung in so großen Teilen eingegangen wird, finde ich persönlich recht unangenehm, da ich sehr gerne Rezensionen, Besprechungen und dergleichen erstmal ohne Spoiler lesen würde. Deswegen versuche ich das hier auch für euch so ein bisschen einzugrenzen.
Was eben passiert, ist, dass hier eine nicht reine, sondern eine vergiftete Liebesgeschichte vonstatten geht. Und so die Jury, sei Mona eine eigensinnige, mutige Protagonistin, die sich trotz ihrer Stärke in eine toxische Beziehung stürzt. Moras schnörkellose, lakonische Prosa entfaltet vom ersten Satz an einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Und ja gut, der Diskussionspunkt jetzt hin oder her, warum die Autorin eigentlich wieder auf der Shortlist gelandet ist. Ich habe die Leseprobe zuerst gelesen, vor einiger Zeit, schon etwas früher als die anderen 5 Romane, da ich noch keine Erfahrungen mit der Autorin gemacht hatte und auch endlich mal was von ihr gelesen haben wollte. Und bisher bin ich mit diesem Roman ungefähr so bei Seite 50-60 und muss tatsächlich sagen, dass ich immer mehr gefesselt werde, dass ich die stilistischen Lobpreisungen der Jury so auch unterschreiben kann, dass die Leseprobe bereits viel über die Protagonistin preisgab, über ihre Beziehung zu ihrer Mutter erzählte und ihre allgemeine Situation schilderte, in einen Konflikt und in die eklektische Welt des Theaters einführte und generell gut geschrieben war, interessant zu entdecken und machte auch direkt Lust auf mehr. So ganz realistisch, um jetzt den Zyniker und den Optimisten in mir auf dieselbe Schaukel zu setzen und sie einmal ins Gleichgewicht zu bringen, muss ich sagen, dass ich auch in diesem Buch jetzt noch nicht die bahnbrechende Themenkomplexität sehe, die irgendwie unglaublich akkurat die menschlichen Brennpunkte unserer Zeit festhalten soll. Da sind Siri und Rabe meines Erachtens schon bei weitem interessanter und überzeugender, was das grundlegende Material betrifft. Mora kann sehr gut schreiben, gar keine Frage. Aber ob ihr wirklich zum zweiten Mal der Buchpreis verliehen wird, ist eine andere Frage. Und warum sie eben jetzt auf der Liste steht, bleibt für mich persönlich etwas schleierhaft. Um nun aber meine Eindrücke etwas zu resümieren. Summarum wurden hier 4 Frauen und 2 Männer in die Shortlist gewählt. Ich erkenne grundlegende Diversität des Sextetts in puncto Alter, kulturellen Hintergrund. Eigentlich ist die Auswahl in dieser Hinsicht also grundlegend zufriedenstellend, was Themen und Formen und Menschen und etc. betrifft. Problematisch wird es bei der Auswahl der Verlage und das ist in diesem Jahr Grund für eine berechtigt hitzige Debatte, die eigentlich noch hitziger sein sollte. Denn keiner der großen Buchpreise hat in diesem Jahr in die Verlage berücksichtigt. Das wäre an sich eigentlich schon Thema für ein eigenes Video, aber was wir als lesende Meute tun könnten, ist, jetzt wo wenigstens Aufmerksamkeit aufs Lesen, auf die Literatur, auf die gegebenenfalls auch Verlage geworfen wird, die hier nominiert sind und auch für die Longlist nominiert sind, die dann in diesem Heftchen zumindest sichtbar sind. Was können wir tun? Wir können in Buchhandlungen explizit nach den Büchern aus den unabhängigen Verlagen fragen. Wir können mehr Indie lesen. Dafür dienen dir zum Beispiel auf diesem Kanal meine jeweiligen Videos zum Indie Book Day, die jährlich im März erscheinen. Und generell, wenn wir alle ein bisschen mehr Liebe für unabhängige Verlage und ihre unglaubliche Vielfalt, Diversität und Hingabe für spannende AutorInnen investieren, sieht das Ganze im nächsten Jahr hoffentlich wieder etwas anders aus, als dass sich nur auf der Longlist eine Anzahl Indies befinden. So zitiere ich an dieser Stelle Ludwig Lohmann, ehemaliger Buchhändler, der zurzeit im Kanon Verlag arbeitet und einen sehr, sehr schauenswerten Literaturpodcast betreibt. Die Shortlist des Deutschen Buchpreises, die Nominierten für den Aspekte-Literaturpreis, der Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung, der Harbourfront-Debütpreis, die Shortlist für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, der Büchner-Preis. Bei all diesen Listen und PreisträgerInnen ist kein einziger Indie-Verlag vertreten. Ganz sicher liegt der Erfolg der Bücher bei den Jurys nicht an den signifikant höheren Marketingbudgets, die bestimmte Bücher viel mehr ins Bewusstsein drücken, oder an dem höheren Prestige, den das Lesen und die Besprechung eines neuen Surkamp-Buches verspricht, im Gegensatz zu den Romanen von Edition Nautilus oder Maro und anderen. Jurys haben die Kraft, die Relation zwischen Markt, Macht und Kunstwert aufzubrechen, so Lohmann. Mutige, umsichtige Juryarbeit erzeugt und bestärkt Bibliodiversität. Ich liebe dieses Wort Bibliodiversität. Das vermisse ich, Lohmann, in diesem Herbst sehr.
Und ein schönes Zitat noch von Ludwig. Ich wünsche mir, dass Jurys es als ihre Aufgabe sehen, für uns Bücher zu entdecken, statt immer nur das hochzuhalten, was sowieso schon überall im Stapel liegt. Und genau das wünsche ich mir auch, weil gerade die Jury ja doch augenscheinlich auch diesmal, auch im letzten Jahr, eine stets junge, diverse, eklektische und interessante Gruppe von Menschen ist, von der wir mutige Entscheidungen erwarten wollen. Neues, spannendes, Konventionen brechendes, zum Nachdenken anregendes, aus der Komfortzone lockendes. So wie ich meine Literaturwahl sowieso immer aussuche und hier in diesem Video auch sehr pathetisch argumentativ begründet habe. Also Mut zur Bibliodiversität wäre im nächsten Jahr sehr wünschenswert. Ich hoffe, dass die zahlreichen Stimmen, die sich dafür jetzt aussprechen und die Stimmen, die das noch tun werden, vielleicht auch nach diesem Video, teile es gerne, wenn du möchtest, oder teile es bitte, weil diese Thematik sehr, sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass die Ohren des Börsenvereins und der zukünftigen Jury somit auch erreicht werden. Um hier aber noch über die ausgewählten Bücher zu sprechen, denn keineswegs möchte ich oder möchte Ludwig Lohmann oder möchten andere, die die Initiative Indies zählen, unterstützen und die Auswahl und die Entscheidungen der Jury hinterfragen. Zeitgleich literarische Qualität den auserwählten Büchern absprechen, denn auch das ist nicht richtig und nicht die richtige und willkommenswerte Herangehensweise. Um mich aber in puncto Themen nochmal kurz zu schließen. Mit einem distanzierteren Blick nach den Lektüren ließ sich in gewissen Jahren ein thematischer Trend feststellen. Mal verarbeiten wir mehr historische Trauer, mal geht es wieder mehr um den Begriff der Heimat, mal haben wir ein Mutterjahr und mal haben wir ein Vaterjahr. Diesmal scheint eine Auseinandersetzung mit der DDR Sache zu sein. Wir kehren einerseits wieder verstärkt zum Mutterspektrum, zur Mutter-Tochter-Dynamik zurück. Und darüber hinaus sehe ich hier allerdings aber nichts Bahnbrechendes, was wirklich neu und einzigartig wäre. Nekati Özyri behandelt diejenigen weiterhin relevanten Thematiken, die sowohl an Fatma Aydemir's Djinns als auch Deniz Odes Streulicht anknüpfen oder an Dilek Güngörs Vater und ich. Daran vielleicht am ehesten aufgrund der Familienstrukturen eine Diskrepanz und eine Dynamik der Liebe inmitten des Schweigens kombiniert mit Schmerzen. Und Özyri tut es auf eine sprachlich prägnante Art aus einer etwas ungewöhnlichen Erzählperspektive eines sterbenden Sohnes. Das lohnt, das entzündet, das zeigt etwas, was es so doch dann noch nicht gab. Darüber hinaus frage ich mich jetzt aber wirklich, ob die Jury den Backlash für Kim de Lorisons literarische Revolution und verdienten Buchpreis nicht etwas zu hart fürs kollektive Gebiss fand, obwohl es ja doch auch ein großer Verlag war. Das ist doch etwas Positives. Vielleicht, soweit möchte ich nicht gehen. Es bleibt hier eine Fußnote. Aber ich frage mich ja dann dennoch, ob irgendjemand irgendwo gesagt hat, lass uns mal diesmal ein bisschen konventioneller vorgehen. Angeblich, weiß ich nicht, spekuliere ich nur. Aber ich meine, naja, 2021 war die Shortlist auch nur aus den großen Verlagen bestehend, aber immerhin hat Identity von Mitu Sanyal es neben Eurotrash auch geschafft. Und Identity ist ein wirklich faszinierendes, sehr kompliziertes und sehr lesenswertes, eklektisches Buch. 2020 war Streulicht von Deniz Ode dabei ein wichtiges und tolles Buch und der Buchpreis ging verlagstechnisch an Mattes und Seitz. Wunderbar, willkommenswert. 2019, Sascha Stanisic, Herkunft. Ein schwieriger, aber wirklich spannender und unglaublich wichtiger und aktueller Roman. Zudem noch Brüder von Jackie Tomei auf der Shortlist. 2018, Der Vogelgott im Jung und Jung Verlag. Und mit Die Katze und der General, geniales Buch von Nino Haratischvili, die Frankfurter Verlagsanstalt mit im Topf. 2015, der Buchpreis für die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Ebenso bei Mattes und Seitz erschienen. Was ist das denn für ein großartiger Titel, bitteschön? Behandelt deutsche Identitäten, Erwachsenwerden in der Nachkriegszeit, Coming of Age, ist aber auch, so die Jury damals, ein Sprachkunstwerk. Hat das jemand gelesen? Ist es gut? Sag es mir bitte jemand. Ich bin interessiert. Es sind natürlich hier auch wieder alles oberflächliche, nicht so ganz transparente Kriterien, mit denen ich vorgehe. Aber naja, je mehr wir zurückgehen, das Archiv des Buchpreises ist ja nun wirklich für jeder Mensch
Mensch zugänglich, sehen wir ja, welche Verlage in der Gunst sind und immer wieder vorkommen. Ist das etwas suspekt? Selbstverständlich. Aber da ich mich nicht im Kreis der Kreise bewege, kann ich hier nur subjektive, unfundierte, spekulative Kritik als einzelne Lesendenstimme und analytisch geneigtes Individuum betreiben, keine Fakten auf den Tisch legen. Den Rest muss ein denkendes Individuum dann schon selbstständig erledigen. Um jetzt aber doch noch kurz über dieses Jahr zu sprechen. Meines Erachtens hätte beispielsweise ein Roman wie Birobidzhan auf die Shortlist gemusst. Warum ich ihn so toll fand, erzähle ich dir in diesem Video. Schau später gerne rein. Ich muss aber auch gestehen, dass die ständige Beobachtung der Longlist mich in diesem Jahr wieder wesentlich weniger berührt hat als vor ein, zwei Jahren und der Rummel und das Interesse nach dem Deutschen Buchpreis höchstwahrscheinlich jetzt größtenteils an mir vorbeigehen werden. Ich werde dieses Heftchen definitiv wieder zur Rate ziehen und falls dich ein thematisches Video zur Shortlist interessiert, lass mir gerne einen Kommentar da, so dass ich weiß, mir die Mühe, was für eine Mühe für euch Bücher zu lesen, schlimm, ne? die Mühe nochmal mache, sehr gerne, weil wie ich zukünftig im Tacheles-Tag-Video erzählen werde, sehe ich den Wert solcher Trendthemen eben in kritischem Input meinerseits. Andererseits wäre es im Rahmen dieses Kanals aber vielleicht auch angebracht, ausschließlich die unabhängig verlegten Bücher von der Longlist zu nehmen und ihnen den gebührenden Platz in der literarischen Sonne zu genehmigen. Ob auch hierfür genug Zeit und Muße ist und ob Platz auf meinem Stapel ungelesener Bücher ist, wird sich aber noch zeigen müssen. Auch hierzu gerne deine Meinung in den Kommentaren. Nun drehe ich auch das Mikrofon um zu dir und möchte sehr gerne wissen, welche Bücher von der Shortlist oder Longlist hast du bereits gelesen und verfolgst du den Deutschen Buchpreis überhaupt mehr, weniger, leidenschaftlich oder gar nicht? Hast du einen Tipp oder einen Wunsch, wer den Preis erhalten könnte? Und wer hätte deines Erachtens definitiv einen Platz auf der Shortlist verdient, der es aber nicht geschafft hat? Ich freue mich sehr, gleich von dir zu lesen. Wenn du dieses Video interessant fandest, lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und teile meine Inhalte mit literarisch geneigten Herzensmenschen, denn Buchliebe ist wichtig. Für deine nächste Buchbestellung, Shortlist oder nicht, findest du Partnerlinks in meiner Videobeschreibung, über die du kostenfrei auch deine regionale Buchhandlung unterstützen kannst und meinen Kanal supportest. Vor allem, wie immer, danke ich dir natürlich vielmals fürs Zuschauen und freue mich sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten literarischen Abenteuer. Bis dann!